Frage, wenn Sie die revolutionären Prozesse anschauen, es hat immer mit einem ganz kleinen Avantgarde begonnen. 14. Juli 1789 in Paris. Ein paar Handwerker in Faubourg Saint-Martin, Faubourg Saint-Antoine, wenn Sie das Quartier kennen, sagen, die Bastille sind unsere Genossen, unsere Nachbarn und unsere Kollegen da. Bastille war das Politgefängnis des französischen Königs. Das geht nicht, ihre Frauen und Kinder haben Hunger, die müssen heraus. Wir greifen die Bastille an. Mit Sicheln, mit Hämmern und so weiter sind sie auf diese Riesenfestung marschiert. 30 hohe Mauern, 20 Meter breite Wassergräben. Der Delaunay hat, der Gouverneur hat die Falltüren aufgemacht, nichts zu machen. Dann hat sich einer von denen erinnert und gesagt, ja, da in Versailles gibt es ja diesen General Lafayette, der hat mit den amerikanischen Aufständischen gekämpft, mit Washington, das war ein Offizier von Washington, jetzt ist er zurück, den müssen wir holen. Lafayette hat die berühmten 2 Bataillone geschickt, die 8 Kanonen, die haben sie auf die Falltüre gerichtet, Delaunay hat Angst bekommen, Falltüre, also die Zugtüre, heruntergelassen. Das Volk von Paris ist eingeströmt in die Bastille. Und die Bastille hat ein wenig den Gouverneur massakriert, aber die alle ihre Freunde befreit. Und das war heute in den Schulbüchern, französischen Nationalfeiertag, in den Schulbüchern lernt man, das ist der Beginn der französischen Revolution. Nichts. Beginn. Die sich dann über die Welt ausgedehnt hat, also die damals bekannte Welt ausgedehnt hat, die Helvetische Republik, da schreibt jetzt der Andreas gerade ein Buch, erschaffen hat, die Schweiz vom Feudalismus, die Schweizer haben das nicht ganz verstanden, weil die Kanton Schweiz haben noch einen Aufstand gemacht, aber immerhin vom Feudalismus befreit haben, dieses kleine Ereignis ausgehend vom Zorn einiger Arbeiter, Handwerker, Männer und Frauen, die ihre Nachbarn befreien wollten, weil zu Hause die Familie Hunger hatte. Das ist der Ausgang der französischen Revolution. Darum sage ich, Avantgarden sind immer ganz mysteriös. Ob die im Lindenhof jetzt durch die Repression zerschlagen wird oder ausbrennt, das weiß ich, es kommen andere, aber so fängt es an. So fängt jede neue Epoche der Geschichte an. Und deshalb finde ich, ist das ein großartiges Ereignis. Der Paradeplatz am Samstag. Und jetzt der Lindenhof. Wie viele sind die denn noch? Sind das 10? Also, ja, aber permanent, oder? Die Leute hören zu.